Bei AfD-Kanzler will jeder siebte Deutsche auswandern. Ihr habt richtig gehört, meine Freunde. Und ja, diese Frisur ist auch korrekt. Ich grüße euch mit ganz guter Laune aus der Sonne. Moin zusammen. Mein Name ist Olli Wendeneuser, gerne ein Abo dalassen. Bisschen ernst bei der Sache, weil es ein ernstes Thema ist. Klar, ne, Disclaimer direkt vorweg. Umfragen und sonst was müssen wir immer differenziert betrachten. Aber es gibt eine Tendenz. Es gibt eine eindeutige Tendenz bezüglich der Umfragewerte von der AfD. Haben wir ja darüber gesprochen, 20%, da stehen sie klar da. Und jetzt hat die Bild veröffentlicht, die machen das ja mittlerweile wöchentlich, lassen sie vom Insa-Meinungstrend nämlich die Sonntagsfrage erheben. Verzeihung. Und dann geht es jetzt speziell auch darum, dass nämlich die Frage gestellt wurde, ja, wie fühlen Sie sich denn und was würden Sie denn dazu sagen als Wähler, wenn die AfD den Kanzler stellen würde und der auch gewählt würde? Und das ist ganz interessant, so dass es nämlich hier heißt, für viele Menschen in Deutschland ist die Vorstellung eines AfD-Bundeskanzlers der reinste Horror, wird es hier interpretiert. In einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa, 1002 Befragte, aber man soll es ja hochrechnen können und so weiter, ne? Ist immer die Frage, wer da befragt wurde, geben 15% an, im Falle eines AfD-Kanzlers auswandern zu wollen. Und das hört sich jetzt schon mal wieder ganz anders an, als jeder siebte Deutsche würde auswandern, wenn ein AfD-Kanzler es geben würde. Und auf der anderen Seite heißt es 15%. Das bedeutet im Umkehrschluss, 85% haben wiederum gesagt, nö, da würde ich nicht auswandern. Warum sollte ich denn da auswandern? Das ist doch nur von einer anderen Partei. Und man sieht doch, so viel Macht alleine hat ein Kanzler ja nicht. Weil klar, der könnte natürlich ein Veto einlegen, wenn man einen guten Kanzler hat, wie wir bei Scholz zum Beispiel nicht haben, hätte man nämlich das Heizungsgesetz verhindern können. Zum Beispiel. Und das ist nämlich genau der Punkt. Man sieht ja, dass die einzelnen Ministerposten auch sehr, sehr viel ausrichten können. Man möge sich die Ernährungstransformation von Cem Özdemir und die Werbung dazu angucken. Man möge sich angucken, wie das Außenministerium mittlerweile geführt wird, dass der Bismarck-Raum abgeschafft wurde, etc. Und man möge sich als Paradebeispiel das Wirtschaftsministerium von Habeck angucken, was hier mit dem Heizungsverbot und alles geplant wird. Das ist unfassbar und sucht seinesgleichen im negativen Sinne. Von daher, ich mache mir gar keine Sorgen um einen AfD-Kanzler, muss ich ganz ehrlich sagen. Da könnt ihr jetzt mal eure Meinung unten reinschreiben. Vielmehr noch, bei den Äußerungen, die teilweise AfD-Politiker von sich gegeben haben, hoffe ich, dass wir mal einen wirklich demokratischen Bundeskanzler bekommen werden, der sich für die Belange Deutschlands einsetzt an erster Priorität und nicht die EU oder auch andere Interessen an der ersten Priorität hat. So empfinde ich das nämlich mittlerweile, sondern die Bürger und nicht Klima und die ganzen anderen Thematiken, die ja viele Leute glauben, einfach, dass es das Wichtigste wäre. Interessant sind auch noch die Umfragewerte von Insa zu diesem Sonntagsmeinungstrend. Wenn wir nämlich sehen, dass die AfD hier erneut bei 20% ist, das ist ein Plus zu 1% von der letzten Woche. Und jetzt kommt es, die CDU/CSU nur noch bei 20%. Das heißt, der Abstand hat sich wieder verringert, weil es 1% weniger geworden ist im Vergleich zur letzten Woche. Sind es nämlich nur noch 6% Unterschied. Und das ist ja genau das, was ich euch angekündigt habe, was hier passieren wird. Abstand wird schrumpfen. Wir werden eine Schrumpfung dessen sehen. Geteilter zweiter Platz von der AfD mit 20% ist mit der SPD, die nämlich auch bei 20% geblieben ist. Und dann haben wir die Grünen mit 13%. Und jedes Mal, wenn ich sowas sehe, muss man wirklich an der Stelle ganz klar fragen, wer sind diese 13%, die auch jetzt, nach dem, was alles passiert ist, immer noch sagen, der Robert, der ist es. Der macht das gut, der hat das gut gemacht und er wird das noch besser machen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist beängstigend. Das ist wirklich beängstigend. Aber wie es so schön heißt, ein Volk bekommt immer genau die Politiker, die es verdient hat. Und wenn sich diese Menschen nicht von sich aus selber informieren und recherchieren und vielleicht auch mal außerhalb des Mainstreams, sprich Tagesschau, Heute Show oder wie dieser ganze Quatsch da alles heißt im Öffentlich-Rechtlichen, auch mal vielleicht hier so ein YouTube-Video wie bei mir angucken, gerne ein Abo dalassen an der Stelle, wenn ihr mich unterstützen wollt, danke, dann hinzugehen und sich selber eine eigene Meinung zu bilden, nicht dieses vorgekaute Zeug aus dem Fernsehen aufzunehmen. Ganz einfach, weil das ist ja das, was meinen Kanal hier so groß gemacht hat, bin ich fest von überzeugt, dass ich hier sage, meine Meinung ist nicht das Ultimum. Absolut nicht. Ich liege so oft falsch, ich mache so viele Fehler. Ihr weist mich darauf hin, ich bedanke mich an der Stelle gerne nochmal dafür. Denn dieser Kanal ist einfach dafür da, für einen Meinungsaustausch. Ganz einfach. Weil das, was ich sage, ist nicht, wie gesagt, das Perfekte.
Gar keine Frage. Und genau dazu rege ich ja an. Guckt euch noch 27 andere YouTube-Videos an und von mir ist auch komplett konträr aus einer anderen Ecke und aus einem anderen Gedankengang und bildet euch daraus die eigene Meinung. Das ist ganz wichtig. Und dann sehen wir bei der FDP wieder mal auch abgeschlagen hier nur noch auf 7%, auch 1% Minus. Und das ist nur nachvollziehbar. Und ich frage mich auch langsam, was wird die Strategie der FDP sein, um dieses Debakel in 2 Jahren vor der Wahl wieder gut zu machen? Da habe ich gar keine Idee, weil das alles, was die gemacht haben, das kann man ja nicht aufarbeiten. Wie willst du das machen? Du könntest es nur über einen Weg machen, den ich mir vorstellen kann, dass du hingehst und sagst, okay, Christian Lindner weg, Marco Buschmann weg, wirklich die gesamte Führungsriege, alle weg und komplett austauschen. Wirklich komplett alle neu. Da darf aber auch kein einziger bleiben, weil die ja alle mitschuldig sind für die Politik, die wir gerade haben. Heizungsgesetz, glaubt mir, das wird im Bundestag durchgehen. Ja, natürlich. Es wurde ja von der Bundesregierung, sprich Lindner und allen ja auch schon in der ersten Instanz quasi, wenn man es so nennen möchte, durchgewunken. Da hat man ja wieder mal gesehen, dass die FDP die Umfallerpartei ist. Ich habe mehrere Videos zu der Thematik ja gemacht. Schaut es euch gerne nochmal an. Die Linke hier mit 4% vertreten, dementsprechend auch ziemlich schwach. Und interessant ist natürlich auch immer wieder der Punkt, dass die Sonstigen in Summe mittlerweile schon 10% bilden. Da sind Freie Wähler drin, da ist eine Partei wie die Basis drin, wo ich mich absolut gegen ausspreche, weil ich von dieser Partei nichts halte, was man auch bei verschiedenen oder ihrem Wahlprogramm gesehen habt. Wir haben Wahl-O-Mat damals vor den Wahlen gemacht. Man hat verschiedene Reden von den Kandidaten gesehen. Das ist nichts Halbes und nichts Ganzes, Leute. Meiner persönlichen Meinung nach, ich verschenke, sage ich bewusst dieses Wort, meine Stimme nicht an irgendeine dieser sonstigen Parteien, wo ich zu 99,9% weiß, dass sie keine 5% wiederum erzielen werden. Weil das ist Schwachsinn. Das haben wir gesehen, wie viele Leute die Basis gewählt haben. Das war nicht wenig, es waren ja 1,5, 1,7% oder irgendwie sowas. Aber dieses 1,% wäre sinnvoll gewesen, wenn es bei einer Oppositionspartei gelandet wäre. Sei es von mir aus bei der Linken, sei es bei der AfD oder sei es bei der FDP, weil man auch gedacht hatte, es wird keine große Koalition, sorry, keine Ampelregierung kommen oder sonst was. Aber das fehlt halt. Das fehlt halt insofern, dass dadurch natürlich die Verschiebungen im Bundestag komplett anders aussehen einfach, wenn man nämlich jetzt hier bei den aktuellen 90% der Parteien, die dann im Bundestag vertreten werden, sogar nur 86 ohne die Linke, hat man natürlich was ganz anderes, wenn 14% fehlen oder wenn nur 10% fehlen. Darüber muss man sich ja Gedanken machen. Aber das haben so viele Leute einfach nicht im Schirm und die denken sich dann, ja klar, wenn ich jetzt hier die Basis oder auch sonstige Kleinstpartei wähle, je, diesmal schaffen sie es bestimmt. Glaubt mir, Leute. Eine Partei hätte dieses Potenzial, das genauso zu machen wie die AfD damals, als sie das erste Mal in den Bundestag eingezogen sind. Das wäre eine Wagenknecht-Partei. Das wäre die einzige. Aber das würde auch so viel verrücken und umändern, dass die Linke wäre erstmal komplett weg vom Fenster, würden nicht mehr auf 5% kommen, vielleicht auf 2%. Da würden sie wegnehmen. Die würden bei der AfD Prozent abwegnehmen, aber auch bei allen anderen Parteien. Bin ich fest und fest von überzeugt. Die würden so aus dem Nichts heraus um die 10% erzielen. Das kann ich mir gut vorstellen. Aber ob das dann sinnvoll ist, das würde nur die Zeit zeigen. Weil Koalitionsbildungen mit AfD ist da ja auch nicht gewünscht. Ja, schreibt es mal unten rein. Habt ihr Angst vor einem AfD-Kanzler? Ja oder nein? Bis zum nächsten Mal. Ciao.